So, der professionelle Doktor ist auch wieder da. Hi, wie kann ich denn weiterhelfen? Naja, ich habe mich gestern Abend beim Kochen richtig stark verletzt und es geht einfach nicht mehr weg. Okay. Und wo genau haben Sie die Schmerzen? An meiner Schulter. Es tut halt weh, wenn ich genau so mache. Ah, okay, verstehe. Ja, dann machen Sie nicht so. Problem gelöst. So, da bin ich auch wieder nach einer Stunde. Tut mir leid, dass Sie auf mich gewartet haben. Es gab einen dringenden Notfall auf der Toilette. Jedenfalls habe ich Ihre Pillendose dabei. Ich packe es einmal auf den Tisch. Vielen Dank. Und wie viele Pillen soll ich nehmen? Ah ja, stimmt. Voll vergessen, das zu sagen. Sie nehmen jeden Tag eine einzige, okay? Und das für den Rest Ihres Lebens. Aber das sind doch nur 8 Pillen. Ganz genau. Okay, Julian, der OP-Saal ist gleich soweit. Du kriegst gleich eine Maske um dich rum und dann wirst du auch schon direkt einschlafen. Okay, aber ich kann nie sofort einschlafen. Das wird, glaube ich, schwer. Ah, okay, verstehe. Ja, dann verdoppeln wir einfach die Narkose. Bei einem Kind wie dir wird es keine Schäden geben. Alles gut. Meine Mama hat gesagt, dass der Weihnachtsmann mir Geschenke bringen wird, wenn ich von der Operation komme. Oh, deine Mama hat dich dick verarscht. Wir haben gerade mal Oktober, ne? Aber ist auch egal.